Der Staatspreis für das gestaltende Handwerk, der hat eine sehr lange Tradition. Es gibt ihn seit über 60 Jahren. Er wurde erstmals 1958 verliehen. Mit diesem Staatspreis wollen wir die besondere Bedeutung des gestaltenden Handwerks für das Handwerk insgesamt, aber auch für die Kreativwirtschaft insgesamt in Niedersachsen herausstellen und würdigen. Die drei Preisträger, die wir heute auszeichnen können, die haben die Jury überzeugt. Sie haben wirkliche Hingucker produziert für das gestaltende Handwerk und darüber freuen wir uns sehr. Am 28. Januar 2022 wurde der Niedersächsische Staatspreis für das gestaltende Handwerk vom Staatssekretär an den Tischler, Drechsler und Diplomdesigner Hergen Garels aus Bad Zwischenahn übergeben. Er ist dotiert mit 5.000 Euro. Also der Preis ist also unbedingt ein Teampreis, den wir als gemeinsame Firma natürlich verdienen, weil ohne die Firma ist oder ohne den Hintergrund dieser Mitarbeiter ist das nicht möglich. Neben dem Staatspreis wurde auch ein Förderpreis in Höhe von 3.000 Euro ausgelobt. Dieser ging an den Tischler und Produktdesigner Torben Heuer aus Nordstemm. Über die Überreichung des mit 3.000 Euro dotierten Unternehmenspreises Erfolgsfaktor Design konnte sich die Tischlerei Krüger aus Ahlfeld freuen. Bis zum 26. Februar 2022 sind die eingereichten Arbeiten aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Handwerksform Hannover zu sehen.